Ich habe meine Abschlussarbeit zum Thema Les recours au hard law et soft law dans le traitement des personnes handicapées en droit européen du travail angefertigt und habe mich dort mit der Frage beschäftigt, inwiefern die Europäische Union sich darum kümmert, dass behinderte Menschen nicht beim Zugang auf den Arbeitsmarkt diskriminiert werden und dass sie dort gleiche Rechte bekommen wie nicht behinderte Menschen und Arbeitnehmer. Und dann ging es auch um die Frage, inwiefern die Europäische Union sich darum kümmert, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union immer weitere Maßnahmen treffen, damit genau dieser Zugang zum Arbeitsmarkt für behinderte Arbeitnehmer vereinfacht wird und dass sie dort nicht diskriminiert werden.